Hallo Freunde. Was mir fehlt an dem Fahrzeug, ist eine Markise. Eine Markise, die ich aber abnehmen kann. Wie immer, die ich nicht ein ganzes Jahr mitschleppen muss, die ich die ganze Woche mitschleppen muss, sondern ich möchte eine Markise dran haben, die ich ranmache und abmache, wenn ich sie brauche, ohne dass ich schrauben möchte. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Ich habe hier den Dacia Duster. Offroad-tauglich, Reisefahrzeug, normaler PW, Standard-PW. Wir könnten jetzt hier einen anderen PW nehmen, ob es ein Tiguan ist oder nicht. Mir geht es darum, wir haben ein Dachzelt und ich möchte eine Markise ans Fahrzeug haben. Wie kriege ich die jetzt hier ran? Ich habe eine Möglichkeit, die zu schrauben, mit Winkel zu schrauben. Wie kriege ich sie ab? Ich muss sie wieder erst abschrauben. Wir haben mega Aufwand. Was ich möchte die Markise schnell abhaben und schnell montiert haben. Das heißt, ich komme am Freitagabend nach Hause, schnapp mir die Markise, hänge die schnell ran, pack das Dachzelt drauf. Und dann geht's ab mit der Familie ins Wochenende oder in die Ferien. Wenn ich wiederkomme, genau das Gleiche. Ich möchte das Dachzelt schnell runter haben, die Markise abhaben. Wie schaffe ich es, ohne groß zu schrauben? Ich habe einmal Initialaufwand und für die Montage, fürs Mount-System, haben wir die Raxprax. Raxprax ist ein australisches Produkt, wurde in Australien entwickelt, wird in Australien hergestellt. Es ist kein China-Böller. Und die sind perfekt, um eine Markise oder anderes Zubehör, was man am Dachträger befestigen kann, zu montieren oder zu demontieren. Und wie man das macht, wie man damit die Markise ans Fahrzeug bringt, das zeigen wir euch jetzt. So, ich habe mir heute noch Verstärkung mitgebracht, und zwar der Jan. Jan Choi. ist Chefmonteur von der Swiss Adventure Tech, bei der wir uns hier gerade befinden, und er wird mir heute die Markise ans Auto befestigen. Bis später. So, als erstes müssen wir erstmal ein bisschen Platz schaffen und die Dachträger abschrauben, das Dachzelt ein bisschen abnehmen, dass wir da auch vernünftig rankommen. Wie gesagt, das sind normale Thule Square Bars. Recht günstige Dachträger mit einer sehr hohen Tragkraft, wo man dann auch easy eine Markise mit ranhängen kann. So, also, was wollen wir jetzt verbauen? Zum einen eine Rhinorec Dome 1300, das heißt also 1300 bedeutet 1,30 Meter in der Breite. Diese sollte eigentlich sehr gut passen. Schauen wir uns nochmal an vom Lager. Also von daher von der Breite eigentlich schon perfekt. Auch vom Fahrzeug her perfekt. Wir wollen die da hinten weiter nach hinten anbringen. Ja. Was brauchen wir noch außer die Domen? Natürlich die Raxprax, das Raxprax Mount System. Jetzt wollen wir mal schauen, was alles drin ist. Also, Bedienungsanleitung, klar, Englisch. Dann komplettes Schraubenset, Edelstahl. Hier haben wir noch zwei Mount-Systeme. Rein theoretisch könnte man die Markise auch freistehend aufstellen. Bedarf dann noch ein bisschen an Zubehör. Aber prinzipiell haben wir hier die Möglichkeit hinten für die Markise, kommt hinten ran, denn freistehend aufzustellen. Kann es vom Vorteil sein, wenn man auf dem Campingplatz rauffährt, dass man die Markise abmacht, frei stehend hinstellt und den Tag über weg ist. Am Abend kommt man wieder, hängt die Markise ran und der Platz ist noch da. Ne? Denn was haben wir noch? Wir haben natürlich die Mount-Systeme, die beiden Kupplungen. Wir haben hier eine Blindkupplung, dass wenn die Markise ab ist, dass man die rauf machen kann, dann sieht es nicht so hässlich aus, sondern wirklich sauber. Ja, dann haben wir die Kupplung an und für sich selber. Das ist die Kupplung, die am Fahrzeug rankommt und die Kupplung, die an der Markise rankommt. Und nachher ist eigentlich die ganze Idee, Fahrzeug, Markise reinhängen und zumachen. Dazu haben wir dann auch den Sicherungsstift. Ist alles Kunststoff, das ganze System wiegt ein Kilo, wenn es nachher fertig ist. Haben wir den Kunststoff zum Sichern und wir können die Markise noch abschließen.
Also jede Kupplung hat noch Schloss integriert. Natürlich die Schlüssel noch, dann haben wir hier noch, ja, dass wir die Schlüssel, dass wir die Sicherungsstifte noch anhängen können, haben wir hier solche kleinen Halter mit dran. Also eigentlich ein komplettes Set. Und in der Markise mit enthalten als Set sind natürlich noch unsere Winkel. Ja. Kann jetzt andere Winkel nehmen, je nachdem, was man für ein Trägersystem hat. Die Raxprax, die funktionieren an Frontrunner, die funktionieren an Rhino-Rack, an alle möglichen Plattformen oder eben an Dachträgersystemen, wo man diese hier ranschrauben kann. Wir haben jetzt hier die Square Bars. Wie gesagt, relativ einfach, relativ kostengünstig. Es gibt noch andere von Thule, die man dann drauf lassen kann, weil die sind doch sehr windintensiv, sie machen sehr viele Windgeräusche. Aber wenn wir das Dachzelt mit drauf haben, ich denke, das ist das geringste Problem, die Windgeräusche von den Square Bars. Der Vorteil von den Square Bars ist, wir haben 100 Kilo Dachlast, nicht zu verwechseln mit der effektiven Dachlast vom Fahrzeug, die muss man berücksichtigen. Ebenfalls, wenn man die Markise mit ran schrauben möchte, die Markise selbst wiegt, ja, also ich weiß nicht, keine 10 Kilo. Ja. Sehr easy. Aber denkt da bitte dran, dass ihr denn die Dachlast mit berechnet. Der Dacia hat eine Dachlast jetzt von 75 Kilo, das Dachzelt wiegt jetzt um die 50, 55 Kilo, haben wir also noch Platz nach oben. Ja, wie gesagt, wir reden von einer dynamischen Dachlast, muss man darauf aufpassen. Das heißt dynamisch, heißt während der Fahrt. Das ist nicht die gleiche Dachlast, die statische, wenn wir stehen, weil sonst durften wir nicht aufs Dach rauf und dort schlafen. Wie gesagt, zum Montieren haben wir jetzt eigentlich nur die Winkel, dann das Mount-System fürs Fahrzeug. Das Mount-System für Fahrzeug. Die Idee ist jetzt, diese hier ranzubringen mit dem Mount-System zusammen. Und das wird der Jan jetzt für uns machen. So, der Jan hat jetzt 8er Löcher gebohrt. Einmal mittig in die Träger und montiert jetzt die Winkel. Sie werden befestigt mit Edelstahlschrauben. Kleiner Tipp vielleicht noch am Rande, die Edelstahlschrauben vorher einfetten. Sonst kann es Probleme geben, dass die sich beim nächsten Mal lösen, dass die sich dann festfressen. Das sieht noch gut aus, die sind noch schön gepulvert. Wir benutzen zum Befestigen Nutsteine. Also oben ein Loch rein und einen Nutstein. Dann haben wir wirklich eine sichere, feste Verbindung und müssen keine Angst haben, dass wir irgendwann die Markise verlieren. Das System montiert. Ist relativ einfach. Wie gesagt, zwei Winkel rangemacht an den Square Bars. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Stifte, Windkappen ab. Wir haben auch die beiden anderen Halterungen, Mutter und Vaterstück, an der Markise montiert. Relativ einfach. Nutsteine. Schraube, es ging jetzt relativ schnell die ganze Montage. Jetzt schauen wir, ob es noch funktioniert. Also, Markise, einsatzbereit, sichern. Wie gesagt, bei Bedarf noch abschließbar. Und jetzt Dachzelt, Markise. Ich würde sagen, wir sind fertig zum Campen und schauen uns das Ganze mal in echt an. Raxprax ist montiert, die Markise ist montiert, das Dachzelt ist aufgestellt. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, wir haben Samstagnachmittag. Es fehlt nur noch Steak und ein Bier. Wir haben hier die Markise auf beiden Seiten montiert, die Halterung, die Raxprax-Halterung.
Ich würde euch jetzt gerne mal zeigen, wie schnell man die Markise denn umsetzen kann. Gehen wir mal schnell rüber. Hier haben wir die Möglichkeit, die Blindkappen abzunehmen. Dann lösen wir die Markise relativ schnell wieder. Ihr seht selber, es dauert keine 10 Sekunden. Neben die Markise. Und hängen die auf der anderen Seite ran. Und damit wäre die fest. Also wir sehen Raxbrax, die Halterung beidseitig. Wir haben noch die Möglichkeit, kleine Markisen im Heckbereich anzubringen. Gibt es auch bereits Kunden, die das haben. Und so haben wir dann die Möglichkeit, links, rechts anzubringen, nach hinten die Markise anzubringen. Und ich denke, super Produkt.